Hallo Leute, ich bin Wolf Games und herzlich willkommen zum Kampf gegen den Octopaul und zwar in der GPL, ja, die Pentelberg Penchems und ja, ich habe einen defensiven Megalagios dabei. Ich hoffe mal, dass das arbeiten legen wird, weil bisher habe ich immer Offensives dabei gehabt oder ja, mal gucken, wie das sich einfach schlagen wird. Sollte viel Wall und was hat er dabei? Er hat Lepumentas dabei, okay. Lepumentas, okay. Megameteros hat er natürlich dabei. Er hat seinen Sneasel dabei, sein Sneeble, sein Relaxo, sein Snorlax, was schade ist, sein Thundurus, okay. Und er hat sein Vaporeon dabei, okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Überlege aber gerade auch, was mein Lead ist. Ich könnte mit meinem Megalatius leaden, was nicht so bad wäre. Weil, ich glaube, ich könnte auf den, ja, auf den Schlipsen könnte ich raus, ja, das passt. Auf den schlimmsten Mods kann ich rauswechseln und das passt, denke ich mal dann. Ja, lieben wir mit Megalatias und gucken mal, was er machen wird. Ja. Das passt. Und ich bin, wie gesagt, aufgeregt. Ich weiß auch nicht gerade. Heute ist es irgendwie schlimmer als sonst. Ich keine Ahnung warum. Eigentlich müsste ich nicht aufgeregt sein, weil Paul hat bisher in der Rückrunde immer verloren. Aber das heißt absolut nichts. Er kann sich jetzt wirklich absolut gebessert haben. Also nicht gebessert haben, weil er wurde schon manchmal gehext. Ich habe jetzt nicht alle Kämpfe gesehen, aber. Also, es kann alles passieren und ich kann das verlieren. Also, ich weiß nicht, irgendwie bin ich aufgeregt. Ja, es tut mir leid, dass es so ist, aber es ist halt eben so. Ich kann das auch nicht steuern. Okay, go. Kozaki gegen Bene. Okay, mal gucken, was da so passieren wird. Okay, womit fängt er an, womit fange ich an? Gut, Kozaki will mit mir kämpfen, das ist, denke ich mal, offensichtlich. Und er liegt mit Totoro und Totoro ist sein Snorlax. Okay. Ich überlege gerade, was ich mache. Ich möchte mich eigentlich megan und was machen, aber ich weiß nicht, ob das eine Donnerwelle sein wird, ob es irgendwas anderes sein wird, weil ich weiß nicht, was er für ein Set ist. Ich habe nicht richtig importiert. Wie immer, das ist das Problem Mega-Pokémon. Da ja, es ist ein bisschen blöd. Gut, so, jetzt Megalatis ist drin. Weil ich tank auf jeden Fall alles, auch wenn es Choice Blended, was auch immer ist. Deswegen wäre einfach mal ein Psychic abfeuern interessant, um mal zu sehen, was da so ist. Wäre, glaube ich, nicht so wert. Ich weiß nicht, T-Wave wäre auch gar nicht mal so blöd, aber bringt mir nichts gegen Snorlax, bis auf die paar Jahr kommen. Setzen wir mal Psychic an, weil ich möchte die Mega haben. Gucken wir mal, was er machen möchte. Kriegen ein bisschen Damage auf jeden Fall, was nicht schlecht ist. Und ja, wir sind defensive, der macht uns vermutlich eh nichts. Wenn er dann jetzt Curse ist, dann können wir nachher wechseln. Das passt auf jeden Fall und mal gucken. Gut, Psychic und das macht der Fit, ist aber auch ein Crit. Okay, Body Slam kommt und wenn er Defensive Body Slam ist und kriegt er die Paare, ne, kriegt er nicht. Er hat. Okay, wie viel Attack hat er? Das ist Null Attack Bronzong. Ach, Bronzong. Bronzong. Snorlax, weil Body Slam macht so immer so viel damit. Ja, gut, dass ich das gekillt habe. ja, ich gehe einfach in Zapdos. Zapdos ist ziemlich safe da. Ich habe nämlich eine schöne Überraschung dafür und ja, mein Punching Bag möchte ich noch behalten. Und mein Zapdos kann nicht gepaart werden, ja. Das sind, denke ich mal, die guten Gründe. Ich glaube, ich werde dann einfach Toxic auf Snorlax drücken. Da bin ich eigentlich ziemlich. Oder T-Bot ist eigentlich auch ziemlich. Außer Lepumentas. Ja, wenn er Lepumentas geht, ist, glaube ich, Toxic besser. Und ich glaube, das ist so ganz sein Switchen. Also, ja, drücken wir dann einfach Toxic. Gut, wir wechseln aus. Gehen wir einfach mal Zapdos. Sollten eigentlich eher als hängen können. Werden hoffentlich auch nicht gepaart. Das sollte alles hinhauen. Okay, Zwinger passt alles. Und er wechselt auch aus. Predicted vermutlich jetzt mal einen Wechsel, was nicht schlecht ist. Aber er hat nicht so viel für das Ding. Also, ja. Wir gehen das Orakel, okay. Vielleicht hat er die Rocks auf dem Ding, aber die kriege ich eh nicht weg, also. Ich glaube, ich toxic ihn einfach mal. Wer ist das Ding auf? Englisch. Claydol, das war's. Ich möchte gerade gucken, wie viel er mit Ice Beam oder so macht. Der lernt Ice Beam, das weiß ich. Ja, der macht mit Ice Beam nebenlegen genug, auch wenn er offensive ist. Ja, ich toxic den einfach mal. Ja, und dann ist das Ding gestartet. Das hat vielleicht die Lefties oder so, aber dann ist er auf jeden Fall auf dem Timer und das ist gut. Okay, er setzt selber Toxin ein. Okay, das ist nervig. Weil das Ding getoxic, das könnte, ja, unter Umständen problematisch werden, aber das ist schon okay. Wir haben die Lefties, das sollten wir auf jeden Fall ausgleichen können. Also, damit können wir leben. Das Ding getoxic ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar meinen Suicune. Ja, das ist, glaube ich, mein bester Play. Oder, ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Dass Snorlax schon mal ein bisschen Damage bekommen hat, ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil ich möchte nachher mit Boombas gewinnen und
Nur ein bisschen auf Damage auf Megameter raus, dann wäre das gar nicht mal so doof. Ich könnte jetzt mal ein Toxicroak, das kann aber nicht viel gegen Libumantis machen. Aber wenn das weg ist, dann macht Toxicroak sogar gar nicht mal so wenig Work. Also darauf kann ich mich schon freuen, also ist die Toxic auf jeden Fall gut gewesen. Ja, ich glaube, Suicune ist einfach mein bester Play. Weil der kann man nicht viel machen und ja, das passt schon. Geben wir das Ding, das ist alles okay. Der kann generell auch nicht viel gegen Suicune machen. Ich meine, Thunderous vielleicht, aber da muss auch doublen. Also, keine Ahnung. Gut, wir wechseln dann mal aus und mal gucken, ob er doublen wird. Das werden wir sehen. Ich schreibe mal auf, dass Lumetta Toxic ist. TXC, Toxic oder so. Und er wechselt aus. Wenn er jetzt in sein Thunderous wechselt, dann war das ein echt guter Play auf seiner Seite. Und er wechselt in sein Snorlax, okay. Ja gut, dann drücke ich einfach mal Scald. Wohl, ich kann mir vorstellen, dass er halt jetzt wechselt in sein Vaporeon, deswegen... Ja, was macht Vaporeon gegen mich? Ich kann eigentlich, glaube ich, immer noch Scald drücken. Wir wissen auf jeden Fall, dass er keine Lefties hat auf Snorlax. Was interessant ist, no Lefties. Die Sache ist, er kann mich mit Vaporeon nicht besiegen. Obwohl, ich kann Scald drücken, dann einfach in Toxicroak gehen. Ja, das passt. Drücken wir Scald, okay. Vielleicht kriegen wir Burn, das wäre gar nicht mal so bad. Mal gucken und, er hat Samenbomben. Das ist krass. Macht aber nichts. Es glaube ich eher wie. No Attacks, was. Also No Attack Investment, was krass ist, aber. Okay, nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt Erdbeben drücken wird, aber. Kann ich nicht riskieren. Wir drücken einfach weiter Siedewasser. Weil er kann immer noch Vaporeon gehen und ja. Damage auf Snorlax ist gar nicht mal so bad. Ich bin froh, dass er nicht sein Regirock dabei hat, weil das wäre ein guter Explore zu ihm gewesen. Aber Snorlax geht mit der Zeit immer weiter down, was richtig, richtig gut für uns ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja, irgendwann kriegen wir vielleicht den Burn. Die Para wäre jetzt ein bisschen blöd, aber ach, ist auch egal eigentlich. Okay, kriegt aber nicht. Ja, wir drücken nochmal Scald. Ich glaube, wir können jetzt aber bald auch Erholung drücken. Sondern für gegen Vaporeon, weil Vaporeon macht nichts gegen uns. Und ja. Vielleicht kriegen wir den Burn, das wäre super nice. Mal gucken und. Immer noch nicht. Body Slam Para wäre natürlich doof, aber ja, dann müssen wir jetzt direkt Rest drücken, weil das wäre dann gefährlich. Ja. Drücken einfach Rest, weil Body Slam Para ist gefährlich und das wollen wir nicht. Also drücken wir einfach Rest. Ja, Rest kommt und jetzt kann uns auch nicht mehr paaren. Okay, gut. Wir sind wieder voll. Vielleicht hat er auch Rest, dann wird es ein CM-War, aber ja. Sambo macht nicht so viel, also das ist schon okay. Ja, dann haben wir keine Lefties, aber na gut, damit muss man leben. Eine Schlafrede rauszuholen ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil er hat Sneasel und wir wollen auf jeden Fall das Ding nachher wegschießen können mit unserem Suicune, also passt das. Wenn man dann mal resten, Sleep Talken. Ist aber gut, dass dann Snorlax low ist, das schreibe ich mir auf. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn wir jetzt ein Metagross in seinen Vaporeon low kriegen, dann können wir für Boomers drücken, er hat nichts dagegen. Außer er paart mich nachher mit Thunderous, das ist glaube ich sogar seine einzige Notlösung, aber... Mal gucken. Das Zapdos Toxic ist es sogar ziemlich gut für ihn wegen seinem Thunderous. Kann man nicht wirklich anders sagen, weil Zapdos darauf ausgelegt, dass es Thunderous eigentlich warnen kann, aber so wird das nichts. Ja, mal gucken, ob wir mit Sleep Talk vielleicht Scald bekommen auf dem Thunderous. Das wäre ziemlich nice. Ich glaube, er geht in Thunderous. Scald wäre jetzt richtig nice. Ich meine, 33%, da können wir jetzt nicht gegen nichts was sagen, was jetzt kommen wird. Ist jetzt einfach Luck. Komm, Scald. Und CM, okay. Das heißt, er muss auch T-Bolt ansetzen. Das heißt, ich glaube, ich werde sogar in meinen. Ich kann nicht in meinen. Obwohl, ich kann in meinen Heatran nicht wechseln, weil er wird eh T-Bolt drücken. Mein Heatran tankt auf jeden Fall ein T-Bolt. Kriegt dann Flammen. Ja, ich glaube, ich gehe mal in Heatran. Weil. Ja, doch, das passt. Mein Digi-Armor. dann durch mal Lavaflum, weil ich weiß nicht genau, was er vorhat. Ja, ich denke auf jeden Fall ein T-Bolt, ja. Gehen wir einfach mal näher dran. Das passt auf jeden Fall. Suicune hat auf jeden Fall einen Sleep Turn und wir wissen, dass es ein Switchen für Snorlax ist, auch wenn er Samenbomben hat, weil das macht er einfach nichts. Halt wirklich noch nicht mal 50 KP Schaden, das ist echt krass. Also, naja, doch 52, aber komm, ihr wisst, was ich meine. Noch nicht mal ein Viertel der KP Schaden. Okay, der Tran kommt rein. Wir tanken das. Voltwechsel hat er sogar, okay. Gucken wir mal live, ob es. Wäre natürlich geil gewesen, jetzt Rocks zu kriegen. Ja, er ist live up, okay. Rocks wären jetzt natürlich richtig geil, aber ja. Da wissen wir noch nicht, er geht für mich nicht in Metagross, weil er weiß nicht, ob ich Job. Obwohl, kann in Megaross theoretisch gehen.
Ich hätte dann sogar einen Kill. Nee, also wenn ich Megalatius dann gehe, weil er wird vermutlich Hammer Armor oder was anderes drücken, also EQ. Wenn ich Megalatius gehe, bin ich dann eigentlich sogar ziemlich safe, weil er wird, glaube ich, nicht Eispunch. Also er kann Eispunch drücken, das wäre sogar ein ziemlich guter Player, aber ich weiß nicht, was machen wird. Da werden wir ja sehen. Ich muss irgendwie Drops gegen kriegen, weil die sind richtig, richtig gut gegen ihn. Und er geht in Totoro. In seinen Snorlax. Ey, ich würde jetzt gerne Rocks gegen ihn legen, aber ich brauche mein Digi-Armor-Ei noch. Digi-Armor-Ei des Lichtes. Ja, gehen wir einfach wieder in unser Suicune. Ich meine, wir verlieren nicht viel. Ich meine, er kann jetzt wieder Double. Double in, Funnels wäre sogar richtig gut und er muss solche Plays machen. Aber trotzdem. Ich spiele einfach mal noch ein bisschen safe. Aktuell haben wir noch nicht so viel zu verlieren und dann passt das Ganze. Was macht der? Doublet er? Er drückt den Icy Book. Er hat vermutlich das Latias predicted. Aber das Tekken mit Zwickel natürlich super. Ich möchte eigentlich einen kleinen Play machen. Und da fand ich jetzt einfach mein. Warte, wie viel macht denn mein Explode? Weil wenn es genug gegen Funnels macht, dann gehe ich jetzt einfach in Explode drücken, ja. Wir gehen jetzt in Explode und drücken Boomburst. Weil der wird vermutlich eher in Funnels gehen oder Vaporeon, dann ist das kein Problem. Da kann man auf Vaporeon in Dings gehen und dann passt das Ganze. Okay, gut. Und er macht, er wechselt aus. Und der Play ist Shinkaio. Oh, Vaporeon. Ich weiß nicht, wie viel wir gegen Vaporeon machen. Wir machen. Puh. Gar nicht mal so wenig. Auch nicht so viel, aber das ist schon okay. Ich dachte, sie kann einfach safen. Ja, wir drücken einfach erstmal Überschallknall. Drück Protect, okay. Weil er weiß immer noch nicht, dass wir nicht weg sind und. Ich werde jetzt vermutlich in Metagross gehen, aber ich möchte Metagross auf jeden Fall mit dem Überschallknall mal damagen. Was nicht schlecht ist. Wenn wir nämlich Specs sind, dann hat er nämlich ein Problem. Also geht er vermutlich jetzt in Metagross. Und er weiß auch nicht, ob wir jetzt Fireblast drücken können. Es ist ein bisschen blöd für ihn, weil Überschallknall ist ein Problem. Aber ja. Wir können jetzt eigentlich Wishen mal protecten, um mal zu scouten, ob wir Specs sind, glaube ich. Aber vielleicht machen wir genug Damage, weil wenn er Fistev ist, wirklich, also Max Fistev, könnten wir ihn vielleicht tun. Ah. Nee, der hat ja Wish Protect, also vermutlich nicht. Außer er hat keine Lefties. Wenn er keine Lefties hat, dann. Obwohl, er wird vermutlich Lefties auf dem Weg spielen. Wenn er keine Lefties aber hätte, dann könnten wir ihn tatsächlich mit einer 50-50 Chance zu hitten. Was super nice wäre. Aber mal gucken, wir drücken einfach mal den Boomburst, den schönen weißen Knopf. Und mal gucken. Normales Metagross tankt das auch nicht so gut, muss ich mal sagen. Also, da würde ich mich dann doch freuen, besonders weil Sucker Punch noch ziemlich viel macht nachher gegen normales Metagross von Toxicroak. Also. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn der Metagross reinwechseln würde. Ich mache den Sucker Punch gegen Mega Metagross. Ja, immer noch nicht genug, aber wenn mal Rocks kommt, oder ja, er bleibt drin, okay. Überschallknall, bam. Der ist Fistev. Und wir können die Roll bekommen, außer er hat jetzt Lefties. Warte, ja, er hat eh Protect, nevermind. Aber zum Glück nicht risken, wird sich denken, okay, protecten wir erstmal. Oh, ja, ich meine, ich kann eine Save in Toxicroak eh gehen, also. Das passt schon. Die Sache ist, wenn ich in Toxicroak gehe, der wird. Ja, ich muss aber in Toxicroak gehen. Die Sache ist, er kann da safe in dem Moment das dann gehen. Aber das ist okay. Wenn er wechselt, dann ist es auf jeden Fall trotzdem nice für mich. Weil dann habe ich. Er hat ein Lowest Vaporeon und damit kann ich leben. Ich weiß nicht, ob ich risken möchte, was anderes drücken möchte. Ich meine, ihr könnt jetzt einen Metagross passen, aber möchte er das wirklich machen? Muss ich mich auch fragen. Ich weiß nicht, was er macht, wenn er. Ich kann halt Gangshot gegen Vaporeon drücken, obwohl. Er wird halt eh in seinen Lepometas gehen. Aber das Ding ist halt schon getoxic, also. So bad wird das nicht sein. Ja, das passt schon. Sein Claydol. Wie viel mache ich denn gegen so einen Claydol mit Gangshot? Plus 2 Gangshot macht. Geht ein Claydol. Das wäre ein guter Play auf seiner Seite, wenn er jetzt einen Clay gehen würde. In All Might, in sein. Meteos, okay, das war ein guter Play auf seiner Seite. Kann man nicht anders sagen. Hat er gut predicted. Ich gehe jetzt in meinen Suicune aus dem. Also, ich könnte jetzt in meinen Megalatias gehen, aber. Wird er Ice Punch drücken? Der wird er eh Suicune predicten, oder nicht? Und dann wird er denken, ja. Der wird nicht Ice Punch drücken, weil die Sache ist. Nee, der wird einfach seinen Hitbar drücken. Die Sache ist nämlich.
Megalatias wäre vielleicht ein Play, aber er sieht Suicune und er wird sich denken, ja, nee, das wäre halt doof, wenn er in Suicune geht, weil das auch ein legitimate Play wäre, also. Ja, du würdest einfach Zen drücken und das wird nicht. Wir gehen davon, Megalatias. Er überlegt sich gerade aber auch, aber Zen ist eigentlich sein Play. Klar, er könnte nicht Zapdos und so weiter gehen, aber es macht trotzdem viel Damage. Ist danach ist auch schneller und ja, das passt schon. Er megert sich, okay, gut. Mal gucken, was er machen wird. Vielleicht hat er den Sub, das wäre ein Problem. Er hat den Sub. Das ist ein Problem. Na. Ich muss halt jetzt mit zwei Ice Beams seinen Sub brechen. Ich drücke einfach erstmal Roost, gucken, was er so hat. Als den Ice Punch, okay. Aber wir wissen, ich tank den auf jeden Fall zu 100%, also das ist kein Tuit. Das macht viel. Auf wie viel KP war ich gerade? Warte mal. Das könnte ein Problem werden. Ich glaube, ich muss ins Suicune gehen. Wenn er Grassnot hat, ist das doof, aber... das ist gerade echt kacke, ja. Ich muss ins Suicune gehen. Ist dann noch Step vermutlich, ja. Gehen wir ins Suicune. Die Sache ist, wir stallen A, einen Ice Punch. Ja gut, das ist nicht viel wert, aber... er kann nicht so... er kann schon was gegen uns machen, weil das Ding ist verdammt stark, aber... Ja, egal. Er hat Home Claws, oh Gott. Das Ding ist echt gefährlich, das Ding kann gewinnen. Okay, gut. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Der kann einfach nochmal Klauenwetze einsetzen, das ist eigentlich GG, wenn ich das... Wenn ich jetzt keinen Scald kriege und den Zap breche. Ja, das ist dann einfach wirklich GG. Oh fuck. Also, es ist nicht GG, weil die Sache ist, wenn ich... Also, ich muss A, wenn ich jetzt nicht einen Score bekomme, dann könnte es tatsächlich sogar schon GG werden. Ihr müsst dann mit Zucker... Müsst ihr aber mein Game machen. Also, kriege ich auf jeden Fall einen Score raus, das weiß ich. Wenn ich jetzt direkt einen Score bekomme, dann ein Burn nachher wäre das super geil, aber... Ja. ich glaube, ich werde meinen Suicune verlieren. Das ist das, glaube ich, was ich sagen möchte. Wie gesagt, Megamethos kriege ich in dem Prozess hier langsam down. Aber dann fällt Porygon. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall... Der drückt immer Klauenwetzer. Komm, bitte krieg das Siegerwasser. Bitte krieg das Siegerwasser. Komm, ich habe schon einmal CR bekommen. Komm schon, Suicune. Suicune, wenn du jetzt nice bist, dann machst du das für mich, okay? Betet alle bitte. Betet alle. Drück mir bitte die Daumen. Drück mir die Daumen. Und Staffel kommt und es ist... Ah, es ist kaum meint. Ah, scheiße. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht für uns. Oh Gott. Ja, wir müssen danach einen Export gehen, Fireblast drücken. Und dann mit Toxic Sucker Punch Revengen. Wir haben keinen anderen Play. Wir leben auf jeden Fall ein +2 in Headbutt. Er hat Erdbeben, okay. Wir leben auch auf jeden Fall ein +2 EQ. Also er hat Erdbeben, Clone Claws, Ice Punch, vermutlich Steam Move noch. Ja. Wir wachen auf jeden Fall auf. Siedewasser, ja. Das ist jetzt ärgerlich. Ich überlege, was ich jetzt mache. Also gut, das ist auf jeden Fall klar. Ich weiß nicht, ob ich Suicune keepen möchte. Wenn, lebe ich noch was von Sneasel? Ich lebe keinen Knockoff mehr. Ich kann mir gegen Melipomentos und gegen Wapu wieder hochheilen. Ich überlege nämlich gerade, ob ich straight einen Export wechsle. Aber der wird ja eh Meteor Mashen, weil es killt oder nicht. Die Sache ist, der Fireblast killt den Megameter aus, nicht was richtig Blödes. Weil, obwohl, ist das ein Row. Ich glaube, ich muss Suicune sacken. Ich sehe da, nee. Macht eigentlich +2 EQ gegen Explode. Oh, das ist sogar eine Row. Ja, yeah, also eine schlechte Row für mich. Ja gut, dann lassen wir es. Drück EQ, ja. Er musste leider meinen Suicune zacken. Kann er nichts anderes machen. Geh jetzt in Explode, drück Fireblast. Er kann jetzt eigentlich wechseln. Aber ich weiß jetzt, dass es... Ja, es ist kacke, dass wir Suicune verloren haben. Das ist richtig, richtig doof, weil jetzt hat er echt was Gutes mit... Sneasel, aber da konnten wir nichts machen. Ja, ich muss Fireblast drücken. Ich habe keinen anderen Play. Absolut keinen anderen Play. Wenn er das Ding jetzt, wenn er jetzt drin bleibt, dann hoffe ich, dass wir die Roll bekommen. Wenn nicht, ist es auch okay, weil wir haben Sucker Punch auf Toxicroak und können nachher revengen. Aber trotzdem ist das natürlich dann doof. Aber ja, was kann man machen? Ja, hat auf jeden Fall ein gutes Set. Hat gut damit gespielt. Kann ich nur belohnen. Ich hätte vielleicht T-Ball jetzt auf, ich hätte T-Ball auf Megalatia spielen sollen oder so. Ja.
Also es hat, ist auf jeden Fall cool gewesen auf Mega Meteor. Das habe ich nicht erwartet. Okay. Ja, eigentlich muss er wechseln in Vapo, aber ich weiß es nicht. Vielleicht denke ich, hier ist auch plus 2. Im Main-Kampf verstehe ich, dass man keinen plus 2 Boost weggeben möchte. Aber ich weiß es nicht. Werden wir jetzt gleich sehen. Bonkloss. Warte, der hat eine Ice Punch EQ. Wait, warte mal. Ja, egal. Das ist die einzige Coverage, die er braucht. Ice Punch EQ, Mega Meteoros. Krass. nicht schlecht. Ist auf jeden Fall stark genug gegen mein Team. Wäre ich jetzt Ballon her dran gewesen, wäre das natürlich sick gewesen. Aber das bin ich nicht. Okay. HC. Ice Punch. EQ. Okay, wechselt aus. Ja. Oh Gott, dann hat das noch viel nach. Aber was kann man machen? Sub. Okay, Snorlax kommt rein. Vielleicht stirbt er durch zwei Fireblast. Ne, Mist. Stirbt nicht durch zwei Fireblast. Ich möchte nicht in meinen Punching weggehen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Können eigentlich wieder damit. Ja, dass der Fireblast gemisst hat, ist ärgerlich. Ich weiß es nicht. Wenn Snorlax ihn nicht gelebt hätte, also nicht zwei gelebt hätte, dann ist es echt ärgerlich. Aber was will man dann machen? Macht aber nicht viel gegen Snorlax. Ich glaube, der hätte das nicht. Ich glaube, der hätte das locker gelebt. Ich könnte mal Zapscan, das ist aber getoxt. Ja, es sieht gut aus für ihn. Kann man nicht anders sagen. Ich muss einfach in Zapdos gehen. Ja, Zapdos. Ich meine, ich brauche Zapdos für das Match, aber. Ja. Mein Win ist, glaube ich, eher, dass ich versuche, das mit Boomers hinzukriegen. Also, ja. Drückt den Eismann, Schatz predicted. War gut auf seiner Seite, aber es wird trotzdem nicht viel Damage machen, weil. Ja, Zapdos ist ein Gott. Und das sehen wir hier auch. Und, ja. Danach würde, glaube ich, ein Sneasel gehen. Ich weiß gar nicht, was ich darauf machen soll, wie ich damit reagieren soll. Aber, wie viel macht Zapdos gegen Snorlax? Ein bisschen. Ich meine, wir drücken einfach mal T-Bolt und gucken mal nach, würde ich sagen. Ja, T-Bolt kommt und vielleicht macht's genug. Also mit Fiber ist jetzt vermutlich genug gemacht. Nee, jetzt nicht gemacht. Okay. Wir fliegen, glaube ich, sogar unser Zapdos. Ja. 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 Ah, das ist echt ärgerlich. Jetzt haben wir Probleme gegen Thundurus und gegen Sneasel und gegen Mega Meteoros. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie mache ich das denn dagegen überhaupt noch? ZEQ. Ja, gegen Mega Meteoros, glaube ich, verliere ich das sogar einfach. Ich muss vielleicht Rocks kriegen, dann killt Fireblast, aber sonst. Ich meine, vielleicht mit plus 2 Toxicroak kann ich was reißen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre sogar. Das Problem ist, die muss gegen den Zap von Mega Meteoros spielen und das gefällt mir überhaupt nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit, das Match zu gewinnen. Gegen Vapo, ja. Ja, ja. Ich glaube, Toxic Kill ist nicht, deswegen nehme ich T-Bolt. Ja, Snorlax sollten wir jetzt down kriegen. Wenn nicht, dann würde mich der Fireblast mit das aufregen, aber. Ah. Ah, ja. Das ist ärgerlich. Kann er nichts dafür, aber. Ist trotzdem ärgerlich. Bitte. Was ist denn da mein Play jetzt? Ich glaube, Explode ist mein Play und Boomburst. Weil die Sache ist, kann ich nichts gehen bis auf Mega Meteoros dann. Und dann kann ich einfach Boomburst spammen, weil er kann mich eh nicht ausnocken mit irgendwas. Warte, wie viel macht er eigentlich? Hier, genau, der kann mich mit nichts ausnocken. Kann er mich überhaupt twitten? Und so ein Ice Punch, wie viel macht er? Ah, es ist ziemlich. Obwohl, warte. Ich habe aber eine gute. Na, habe ich nicht. Ich mache so 60. Aber ich sag's, wenn ich zweimal Boomers rauskriege, dann kann der down gehen, dann kann ich Sucker Punch drücken. Hat aber immer noch Fun. Das habe ich immer noch meine Munds, ja. Ich meine, ich muss das eh mit Toxicroak gewinnen, wenn ich plus 2 bin, Rocks. Ich drück Boomers. Wenn ich plus 2 bin und Rocks draußen sind, kann ich das mit Toxicroak gewinnen. Das ist meine Mentalität, weil Sucker Punch existiert und ich kann mich gegen Vapo auf plus 2 setupen. Das heißt, ich gehe rein, drück Boomburst. Ja, okay, dann muss ich damit jetzt spielen und mal gucken, ob das was wird. Weil ich brauche jetzt nämlich auf Mega Meteoros. Wenn er subt, das wäre dann so ein großer Fehler. Weil Boomburst geht durch den Sub. Mal gucken. Ich denke sich jetzt auch so, ja, der wird in ihm Leben drin bleiben, drückt dann das Sub. Denkt so, predicted er. Das wäre nice, wenn er das machen würde, aber ich glaube, das würde er nicht machen. Aber er kann es machen. Das ist die Hauptsache. Vielleicht hat er auch mehr Bulk und deswegen wird Ice Punch.
Ist halt eine sehr gute Grow für ihn, leider. Die Sache war, ich kann kein Bulk spielen, weil ich wollte unbedingt Modest haben und ja. Ist nicht so super gelaufen. Ich gehe jetzt direkt auf jemanden Toxic Croak. Also er kann Double. Wenn er doubled, wird das sogar ein guter Play wieder sein. Aber da kann ich halt nichts gegen machen. Vielleicht kann ich in mein Vigalati auf Vapu gehen und dann T-Wave drücken. Hier ist ein Orakel. Okay. Könnt jetzt Toxicen vielleicht. Ich meine, Damage auf dem Ding ist nicht bad, würde ich sagen, oder? Ja, ich meine. Nee, ich sehe keinen Grund, da jetzt nicht Damage drauf zu kriegen. Weil ich hole auch die Rocks raus oder so. Mal gucken. Der wie hat ja auf Snorlax. Ja, du holst die Rocks raus. Okay, gut. Immerhin geht das Lipomentas down. Was nicht bad ist. Also ich meine, das Problem ist Rocks und draußen, aber hey. Ich meine, Toxicroak. Ich meine, mein Team sind die gerade, glaube ich, eh egal. Also, es passt schon der Second Mon. Das ist nicht schlecht. Vielleicht wechselt der Metagross. Das wäre der beste Play. Das. Da würde ich mich freuen, aber es ist nicht der Fall. Schade. Auf Wiedersehen, Lipomentas. Okay, gut. Mon geht down. Ich glaube, gegen Vapu drücke ich jetzt einmal Boomburst, weil die Sache ist, es ist so obvious, dass er meinen Toxicroak Wechsel predicted. Deswegen. Wird er dann Metagross wechseln? Kann ich mir vorstellen. Dann Boomburst dagegen zu. Das wäre so gut. Ein Wolkensack, oder? Das ist nicht der Play, mein Lieber. Außer doch, es ist der Play, wenn er T-Wave hat. Aber. Muss ich damit leben? Ich muss, glaube ich, einfach. Ja, ich muss einfach Überschallknall drücken. Oder? Ja, doch, ich muss Überschallknall drücken. T-Wave, ja. Aber egal, wir können trotzdem immer noch Boomers drücken, das gut ist. Außer wir kommen nicht durch, das wäre jetzt ärgerlich. Wir kommen aber durch Überschallknall, perfekt. Und auf Wiedersehen, Wolkensack. Okay, gut. Das heißt, aber immerhin sind ein paar seiner Mons down. Und es sieht ein bisschen. Wait, es sieht sogar ziemlich gut für Toxic aus. Bitte geh Metagross, das wäre jetzt richtig nice. Weil, wenn er jetzt einen Metagross geht, darauf Damage bekommt, dann kann das für Toxic Rocken sogar noch machbar sein. Da muss ich aber. Dann, ja, ich habe keine andere Wahl, als jetzt die Mindgames mit Metagross einzugehen. Und es, glaube ich, wird darauf hinauslaufen, dass ich ein Mindgame gewinnen muss gegen Metagross. Außer es habt jetzt gegen mich, das wäre nice. Aber es wird nicht aus. Ich muss so oder so ein Mindgame gewinnen. Ich muss hoffen, dass er. Vapu geht, ich esse die. Oh Gott, diese Mindgames. Das wird jetzt interessant. Das wird echt interessant. Ob er EQ oder Sub drückt. Und ich weiß nicht, wie Paul spielt. Oh, ich habe keine Ahnung, was für ein Play machen würde. Gegen Vapu drücke ich auf jeden Fall Boomburst. Falls er ein Megameter rausdoubelt. Das wäre natürlich super, wenn er das machen würde. Ihr möchtet vermutlich auch nicht, dass Toxicroak reinkommt, was ich verstehe, weil dann kriege ich einen Drain Punch ab und so weiter, der hat kein Switch-In. Aber, ja, eigentlich. Das ist auf jeden Fall noch nicht verloren. Ich meine, es steht gerade 4-3, ne? Von 4-6, aber, ja, Export ist halt eben Monster, aber das ist was anderes. Wollte das unbedingt T-Wave und hat dafür sein Funnelist gesackt. Ich muss zugeben, es war eine Row. Die war in seinem Favor. Das heißt, das ist schade, dass Funnelus aus. Ja, es kann sein, dass er Mixed Funnelus ist. Also, kann noch nicht gemeldet haben, aber wenn es gemeldet hat, halt sorry. Aber ist halt einfach so. Er geht in Shinkayo. Ui, das ist low. Wir drücken einfach Boomburst. Der wird doch jetzt wieder auswechseln. Und einmal jetzt Boomburst drücken, verlieren wir eh nichts. Okay, er drückt Wunschtraum. Wenn wir jetzt eine gute Row bekommen. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber egal. Überschallknall kommen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, wer weiß. Wait, warte, das wäre bad sogar, wenn das passieren würde. Wait, warte, würde jetzt nicht einfach Metagross das passen? War ja Traum mein Play. Ich glaube, hier Traum mein Play. Warte. Dann habe ich das immer noch. Ich drücke Überschallknall.
Drück Protect, okay. Ich krieg die Para, okay. Ich glaube, ich weiß, was er sich vorstellt. Weil wenn er Wish drückt und ich in Toxico gehe, dann kann er einfach im Megametokos gehen. Und er verliert da eigentlich nichts. Da hat er recht. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Das ist auch eine schlechte Idee eigentlich. Ich muss hoffen, dass er choke, ne? Das ist, wenn er... Wait, warte, der wird dann jetzt eh hier Protector. Ja, ne. Ne, passt schon. Kann er keine Wish passen. Ja, wir gehen einfach an Toxicroak und hoffen auf das Beste. Ich habe gerade gedacht, dass er den Wish dann in der Mitte rauspassen könnte. Das kann er aber nicht. Weil würde ich zwei SDs bekommen, dann wäre es egal, ja. Warte, ich sprich jetzt ein Wish aus. Egal. Ach, wait. Warte, ich hätte auf dem Protect das machen müssen. Ich bin ein Idiot. Fällt mir gerade so auf. Das war richtig, richtig blöd von mir. Das war doof. Jetzt kriegt er nämlich den... Ja, er kriegt den Wish auf. Ja, das war doof. Ich habe gerade gedacht, das wäre anders. Ja, kann mich nicht entschuldigen für das. War einfach blöd. Plus zwei Sacker manchmal auch nur hier. Macht genug gegen mir den Megameter raus. Ja, da müssen wir die Sacker Mind Games jetzt. Oh. Hat er Raw? Was hat er? Er hat Raw, okay. Okay. Und Expo kommt wieder rein. Yes. Hehe. ja. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Das sieht nicht nur ein bisschen doof aus, das sieht sogar sehr doof aus. Drück einmal Feuersturm, da kann er mich jetzt gleich nicht persen. Weil auf dem Feuersturm würde halt nicht mehr Metagross, sondern Sneasel persen können, dann passt das Ganze. Ja, und dann gehe ich jetzt gleich wieder in Toxicroak auf den Protect. Ja, das ist, glaube ich, mein einziger Play. Dann drücke ich einmal Gangshot auf dem Ding. Dann gehen mein Toad. Weil er kann das nicht passen, wenn ich Feuersturm drücke. Das geht einfach nicht für ihn. Also ich meine, klar, er kann denken, ja, der wird das eh... Das ist klar, was er machen wird, aber... Nee, dann wird nicht passieren. Okay, gut. Ja, ist Gold. Ich kriege Dry Skin. Das ist alles okay. Oh, nice, mein Kalender. Er ist auf jeden Fall Max Fistef. Das sieht man. Ich drücke einfach mal Gangshot, guck mal nach, was er machen wird. Ja, Gangshot, drückt vermutlich wieder Raw. Vielleicht kriegen wir die Toxic, was nice wäre. Wait, das ist nicht Max Fist. Oh, wir haben einfach eine gute Raw bekommen. Drückt Raw, okay, gut. Na, was kommen wir? Wir kommen in Heatran. Ich kann jetzt einfach... Das Ding würde ich theoretisch behalten wollen, aber praktisch. Weil die Sache ist, es lebt noch was von... Ich brauche die Rocks. Toxic wäre nice auf dem Ding und... Wäre es aber so nice. Man drückt eh einen Wish dagegen, ne? Drücken erstmal die Rocks. Late Game Rocks können ja nie schaden. Holt sich einen Wunschtraum. Das war klar. Wörter decken. Die Sache ist Toxic oder sowas, oder der Switch in Toxicroak ist so obvious, deswegen war... Also ich weiß nicht, ob er es risken würde, aber ich drücke einfach mal Flammensturm, weil ich denke, dass er vielleicht einen Metagross... Ja, wird er nicht, okay, gut. Vielleicht kriegen wir den Burn, das wäre eine Möglichkeit. Drück ES Gold oder Raw. Vielleicht denke ich auch, dass ich in Toxicroak gehe oder... Ja, wir kriegen den Burn, nice. Wenn man es drückt, er drückt Raw, okay, gut. Wir haben auf jeden Fall Rocks und das Ding... Okay. Und Toxicroak ist dran. Das ist nicht schlecht. Wir können uns ein bisschen HP zurückholen mit Drain Punch. Und ist jetzt auf einem Timer, also nicht auf einem Timer, aber ist geburnt, was nicht schlecht ist.
Ist immer noch nicht unbedingt gut, aber es ist auch nicht so schlecht. Ablativ einfach mal drücken, denn wir wollen wieder HP zurückbekommen. Die brauchen wir nämlich nachher vielleicht noch und dann mal gucken. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall eine spannende Partie, muss ich sagen. Weiß man noch nicht, wie es enden wird. Kann beide Wege laufen. Ich habe wieder KP abgeholt. Dass der Rox hat, ist auf jeden Fall ziemlich gut für ihn. Ach Gott, das ist nervig. Was habe ich nur für Moves? Ich habe T-Wave, ja, das war's. Hat er Angst vor T-Bolt? Ja, hätte ich's. Die Sache ist, der weiß vermutlich, dass ich es ihm ja schon längst gezeigt hätte, deswegen. Nee, ich glaube nicht. Drück mal Psy-Shock, mach ein bisschen Damage. Ja. Ich meine, ein bisschen Damage ist ja nie schlecht. Ich meine, wir machen nicht so viel Damage, aber ja. Das ist nicht so schlecht. Die Sache ist, er muss jetzt protecten. Und das passt auf jeden Fall. Außer, na, da wird das Ding nicht sacken, ne? Oder wird er das machen? Ich meine, ich kann T-Wave drücken, aber das wäre ein netter Surprise für irgendwann. So würde ich denken, der kann eh nichts gegen machen. Aber wird er das machen, das ist die Frage. Aber wenn ich jetzt einen Toxicroak gehe, dann sehe ich wie ein... Na, drücken wir Donnerwelle, es passiert nicht viel. Ja, nee, passiert nichts. Okay, gut. Der Bolt wieder. Oh, wir hätten das killen können. Aber egal, das wäre nicht so gut für uns gewesen. Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob das gut für uns gewesen wäre. Export lebt halt nämlich immer noch ein Hit von Mega Metagross. Na gut. Jetzt ist es egal gewesen. Hätten wir killen können, ist nicht passiert. Hätte ich auch nicht. Ja. Ja, ja, ja. Wir leben auch nicht mehr lange mit von dem Ding. Was ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit Boomburst drücke? Wenn der einen Mega Metagross. Wenn der einen Wish da reinbekommt, das wäre das Schlechteste, was mir passieren könnte. Aber drücken wir trotzdem Überschreck nochmal. Drückt sie da was, okay. Geht mal die Offensive. Jetzt leben wir kein Hit mehr von Megameter raus. Das ist doof. Drücken Überschallknall. Das heißt, er kriegt keine Recovery mehr auf dem Ding. Also nie. Oh fuck, er stirbt jetzt einfach. Nein, das ist nicht. Obwohl, warte, er kriegt keinen Wish, ne? Aber. Es kommt nicht mehr auf Sucker PPs, weil er kann einfach das Ding killen. Ja. Das ist, glaube ich, GG. Außer. Er hat die T-Wave schon gesehen auf Megaladas. Es gibt keinen Außer. Es ist vorbei. Es ist. Nein, na. Doch, es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Außer er choked, aber... Nee, es ist vorbei. Ich kann nämlich mit Zucker nicht ausnocken, außer ich critte ihn. Er kann sogar safe angreifen, weil... Also, wenn das haben würde und ich einmal das predicten würde, dann würde ich ihn ausnocken. Das heißt, der beste Play für ihn ist einfach anzugreifen. Sub ist für ihn nie der beste Play, weil Zucker knockt halt eben nicht aus. Der beste Play ist jetzt einfach Mega Meter raus zu gehen und zu gewinnen. Ja, und das macht er auch. Dafür entscheidet er sich. Ja. Wenn ich in Latias gehe, gebe ich ihm wieder das Setup. Toxicroak gehe, verliere ich. Aber, ja. Ich muss in Toxicroak gehen, Drain Punch drücken, hoffen, dass er choked. Das ist mein einziger Play. Vielleicht choked er auch jetzt. Ja, ich zeig das Ding jetzt eh. Drück Ice Punch, ja. Ja, dass das Gold gedrückt hat, war gut auf seiner Seite, weil, ja. Ja, darauf hätte Damage kommen. Ja, 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 ja. Okay, gut. Ich hatte Angst, wenn ich näher dran gehe. Das kann eine Möglichkeit sein. Ja, Toxicroak ist eh mein einziger Play. Entweder Sucker Punch, Crit oder... Was ist jetzt der likelyste Play? Also er hat viele Subs und wird sich jetzt, denke ich mal, eh denken, ja komm, Subben einfach, was verlieren wir. Oder? Ich weiß nicht, was er machen wird. EQ kann ich missen. Sein Play ist jetzt angreifen. Ich weiß aber nicht, ob er das machen wird. Weil... Das wäre der gute... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich möchte aber auch nicht wie ein Noob aussehen, wenn er hinterm Sub ist. Drücken einfach Ablativ. Wir müssen hoffen, dass er choked. Das ist unser einziger Play, einfach hoffen, dass er choked. Choked, zappen, dass wir ihn ausnocken können. Das ist unser, glaube ich, unser einziger Play. Wenn er choked, dann können wir das Match gewinnen. Wenn wir, die Sache ist, wenn wir Sucker drücken, dann legen wir das Match in eine Crit-Chance. Wenn wir Drain punchen, dann legen wir das Match in den Choke. Und ich glaube, ein Choke ist wahrscheinlicher.
Das klingt so doof, aber es ist halt wirklich so. Deswegen, ich hoffe auf den Choke. Wenn das nicht passiert, dann, ja. Ist das Match vorbei? Er hat keinen Grund. Aber kann trotzdem passieren. Ich weiß nicht. Er kann jetzt auch nicht weg. Das wäre aber doof. Das wäre kein guter Play. Mal gucken, was passieren wird. Vielleicht hat er auch so Angst vor Sucker Punch, dass er sich denkt, nein, wir machen das nicht. Ja, drückt Elbe. Ja, war sein bester Play. Ich habe halt gedacht, dass er vielleicht schon. Also, egal. Es wäre eh egal gewesen. Wenn ich Sucker gedrückt und hätte nicht einen Crit bekommen, wäre es sowieso vorbei gewesen. Also. Das ist. Nicht GG. Ich könnte nämlich nur einen Freeze bekommen. Aber wenn der nicht eintritt, dann ist es wirklich GG. Ja, was habe ich falsch gemacht? Ich hätte vielleicht einen Angriff auf Megalatius machen müssen oder so. Vielleicht Zapdos nicht toxic, aber die Sache ist. Wie habe ich Suicune bekommen? Ja, das Sub Homeclose war einfach gut gegen mich. Das kann ich nicht anders sagen. Vielleicht hätte ich. Was hätte ich denn mitnehmen können dagegen überhaupt? Ja, wenn wir jetzt nicht den Freeze bekommen, dann ist es auf jeden Fall vorbei. Wir können nichts machen und. Kriegen wir den Freeze? Wir finden es jetzt heraus. Und wir kriegen nicht den Freeze. Ja, das ist GG. Okay. Ja, was hätten wir machen können? Scuff Bishop vielleicht mit V-Play oder so mitnehmen. Das wäre ganz nice gewesen, aber. Sonst ist Mega Metagross halt eben eine Bitch. Vielleicht hätten wir mit Suicune nicht so ewig am Anfang das Ding schlafen lassen sollen und so weiter. Dann hätten wir nämlich Scald drücken können. Hätte das am Anfang Suicune nicht besiegt, weil Suicune war auf jeden Fall ziemlich nice, aber. Ja, kann man halt. Also wir können doch immer hoffen, dass er Choke und Ice Punch drückt, aber das wird nicht passieren. Er wird EQ drücken und das ist damit GG. Er gewinnt das 0-2. Ja. Ich weiß nicht, was wir groß besser hätten machen können. Ich meine, ich hatte schon physisch den. Die Sache ist, Mega Metagross ist echt ein kleines Problem. Also, ich überlege gerade wirklich, weil. Was ich hätte mitnehmen können, wären halt Monsty Sucker 50-50s. Erfordern und. Ich weiß nicht. Vielleicht Static Zapdos, um die Para zu bekommen? Aber das ist auch eine Luck-Chance. Vielleicht. Die Sache ist, ich wollte Shuker Eatran nicht mitnehmen. Weil, wenn er jetzt zum Beispiel halt Hammerarm hat, wäre das halt unnötig gewesen. Und, ja. Hammerarm ist halt einfach stärker gegen Bishop, gegen Eatran, gegen, ja, vor allem gegen Explode und gegen, Rapiri. Deswegen habe ich gedacht, dass er das vielleicht mitnehmen kann. Vielleicht wollte er den Speedrop nicht haben. Dann, keine Ahnung, eigentlich. Ich weiß nicht, was ich hätte besser machen können vom Teambuilding her. Aber gut, das ist dann, keine Ahnung, Mega Meter aus. Die Sache ist, Ice Punch ist halt einfach gut gegen mein Team. Also Ice Punch und dann irgendwie Ground oder Fighting dann bei Mega Metagross. Das zerstört dann mein Team, weil ich nicht viel habe, was das tanken. Das Einzige war Suicune und Suicune war am Schlafen. Und ja, damit war das dann auch vorbei, ja. Gut, kann ich nichts gegen machen. Ist halt einfach so. Vielleicht, ja, wenn ich den Scald beim Sleep Talk bekommen hätte, dann wäre das anders ausgesehen. Und wenn ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das besser gespielt haben sollte. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren, wie ich das hätte besser machen können. Vielleicht Toxicroak in meinem Vapo und dann irgendwann Estina. Aber die Sache ist, der hatte Raw. Ich hätte mein ganzes Team opfern können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen gegen das Vapo. Aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Das Problem war, glaube ich, dass ich Explode Damage habe fressen lassen mit dem Scald. Das wäre nicht gut gewesen, weil Ice Punch hätte ich auf jeden Fall noch gelebt. Wäre ich rausgewechselt und dann hätte ich vielleicht noch irgendwann Fire Blast drücken können. Oder halt Boomburst das Ding ausnappen. Aber keine Ahnung. Na gut, ich bin auf die Choke-Chance eingegangen statt der Crit-Chance und ja, hat sie nicht ausgezahlt. Aber ich fand das eh wahrscheinlicher, weil so ein Crit, das ist halt echt unwahrscheinlich. Also, ja. Gut, dann würde ich sagen, das war jetzt mit dem Kampf. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Kampf wieder. Bis dann!